Sieh dir mal diese Bilder an. Da ist zum einen Alexei von Jawlensky. Das ist nur eine kleine Auswahl seiner Porträtbilder. Dann haben wir Pablo Picasso. Auch bei ihm sehen wir eine gewisse Gemeinsamkeit in den ausgewählten Bildern. Ferner haben wir Vincent van Gogh und wie er mit den Gesichtern umgegangen ist, zumindest in dieser Auswahl. Und zum Schluss haben wir Egon Schiele und seine Interpretation von Menschen und deren Gesichtern. Natürlich haben alle einen eigenen Stil. Was sie aber eint, ist, ich möchte nicht sagen Realismus, aber eine überzeugende Echtheit. Diese wird teilweise durch die adäquate Umsetzung der Physiognomie erreicht. In unseren vier Beispielen ist es jedoch die markante Farbgebung durch die Farben Gelb, Rot und Blau bzw. Grün. Dieses Dreier-Farbenspiel schauen wir uns in diesem Video genauer an und entschlüsseln es auf eine Weise, die du intuitiv auf deine Arbeit übertragen kannst. Der Kopf, oder in unserem Fall genau das Gesicht, besteht ja aus Knochen, Muskeln, Sehnen und Fettgewebe. Jetzt vereinfacht gesprochen. Je nachdem, wo was ist, verändern sich die Farben auf den Gesichtern. Ich betrachte diese drei Bereiche gerne als Blut, Haut und Schatten. Für unseren Blutbereich gilt, hier fließt das Blut zum Teil deutlich an die Oberfläche der Haut und verändert die Färbung. Diese Bereiche sind immer etwas rosiger bzw. röter. Das kann passieren, wenn es kalt wird oder man sich anstrengt. Auch die Lippen gehören in diese Kategorie dazu, da die Haut dort typischerweise dünner ist und wir dort meist mehr Farbe haben. Diese Röte ist auch je nach Melaninanteil oder Level der Person stärker ausgeprägt. Bei sehr hellhäutigen Personen sind die Rosatöne stärker, während sie bei dunkelhäutigen Personen subtiler oder gar nicht mehr sichtbar sind. Es macht nicht so viel aus, wenn wir die Farbgebung hier unter- oder übertreiben. Probiere hier die Bereiche aus und spiele mit subtilen Verschiebungen als auch mit der Farbsättigung. Du wirst dann sehen, wann es unnatürlich anfängt zu wirken und somit auch unglaubwürdiger wird. Wie gesagt, hier geht es nicht um Realismus, sondern um Glaubwürdigkeit. Nun zu den gelben Zonen des Gesichts. Diese betrachte ich als die Hautzonen. Ich sage Hautzonen anstatt knochig oder fettig, weil dieser Bereich beide Kategorien umspannt und sich stark mit dem Rotton überschneidet. Typischerweise kannst du die Stirn, die Seiten der Nase und ein wenig unter dem Mund Teile der Becken und die Kieferpartie als die allgemeinen gelben Zonen des Gesichts betrachten. Gelb ist eine Art Unterton für Bereiche, die a. nicht viel Blut haben und b. auch nicht primär im Schatten liegen. Diese Zonen fungieren als Füller, da helle Haut typischerweise einen etwas gelberen Ton hat. Dieser wird großflächig im Gesicht verwendet. Bei Menschen mit einem höheren Fettgehalt im Gesicht wirst du weniger rote und mehr gelbe Bereiche haben, da das Blut dieses Gewebe nicht so stark durchbluten und sättigen kann. Unsere letzte Farbzone im Gesicht, die Schattenzone, ist blau. Alternativ kannst du hier auch ein dunkles Grün oder ein Violett verwenden. Natürliches Licht liegt immer im gelben, also im warmen Spektrum. Und unsere Schatten liegen daher im kühlen, blauen Spektrum. Es gibt aber auch Bereiche des Gesichts, die von Natur aus bläulicher sind. Bei ganz dünnhäutigen Menschen sieht man auch Adern durchscheinen, was den Effekt der Kühle oder der Blassheit verstärkt. Ausgehend von einem natürlichen Lichteinfall von oben oder leicht seitlich sind die Seiten des Kopfes, die Partie unter den Augen, tendenziell bläulicher, ebenso wie der Bereich unter der Nase und das gesamte oder Teile des Kinns. Besonders bei Männern ist dies wegen des Bartwuchses der Fall. Dunkelhäutige Menschen haben oft einen bläulicheren Unterton, ähnlich dem Indigoblau, in ihrer Haut. Allgemein für diese drei Farben bezieht sich die Farbwirkung auf natürliche, neutrale Lichtquellen. Auch wenn du nicht realistisch arbeiten möchtest, empfehle ich dir, die Farbzonen des Gesichts zu lernen, da du sie dann auf eine stilisierte Weise anwenden kannst, ja, und weiterentwickeln kannst. Aber dazu braucht es eben dieses Grundlagenwissen mit der passenden Farbtheorie, damit du Gesichter gekonnt übersteuern und abstrahieren kannst, aber trotzdem eine gewisse Echtheit bewahren möchtest, solltest du von diesen Farbzonen zumindest Bescheid wissen.
Es ist ja auch gar nicht so kompliziert und schwierig. Beachte noch folgende Dinge bezüglich der Farbzonen. Gewisse Stellen sind typischerweise röter. Lippen, Ohren, die Ränder der Nase, alles, wo die Haut eher dünn und darum etwas durchscheinend ist und Licht reflektiert. Die Farbzonen sind auch nicht gleichmäßig über das Gesicht verteilt. Schaffe hier mehr Abwechslung und farbliche Asymmetrie, weil gleichmäßige Farben flach und künstlich aufgetragen wirken. Auch wenn die Farbzonen als Ausgangslage für eine weitere realistische Darstellung großartig sind, kannst du sie auch nutzen, um einige interessante Farbvarianten zu erstellen. Versuche zum Beispiel die roten Bereiche großflächiger einzusetzen und oder intensiver in der Farbwirkung. Das Gesicht wirkt dann entweder kränker oder jugendlich frischer oder angestrengter. Vergiss nicht, die Farben stehen immer im Kontext zu der Person und deren Gesichtsausdruck. Die gleiche Farbgebung bei einer jungen Person kann darum eine ganz andere Wirkung entfalten als bei einer älteren Person. Das gleiche gilt für die Haut und die Schattentöne. Und schließlich stehen alle Bereiche immer in Verbindung zueinander und wirken nie alleine. Auf diesem Grundgerüst kannst du gut aufbauen und vielleicht mehr ins Helle oder auch ins Dunkle arbeiten. Wenn du dir unsicher mit der Platzierung bist, nimm ungeniert Referenzen zu Hilfe. Am besten neutrale Fotografien. Von dort aus kannst du dich dann frei in alle Richtungen bewegen. Ich hoffe, dass dir dieser kurze Input geholfen hat. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten lass gerne ein Däumchen nach oben da. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Mach's gut, auf bald!